Hallo und herzlich willkommen zurück im Chaos. Ja, wir haben die Invasion der Lamas hinter uns und haben hier ein Kampflama. Aber haben erstmal hier ein schlimmeres Problem. Wir müssen irgendwie schaffen, diese blöde Lama-Statue, die wir hier auf uns haben, irgendwie von uns runter zu bekommen. Unsere beiden Freunde sehen wir auch irgendwie nicht. Das heißt, wir müssen irgendwas mit... kann ich hier irgendwie reagieren, irgendwie drauf? Wir haben hier noch das Jagdkostüm. Kann ich das? So, jetzt habe ich endlich nur noch ein Kostüm. Okay, also das hier können wir schon mal zerlegen. Das Grundophon ist kaputt, mischt. Wie komme ich allerdings hier raus? Okay, wir müssen irgendwas... Das hast du nicht gerade. Ja, wir müssen irgendwas... Hallo? Es ist kaputt, das heißt... kann ich mit... Das funktioniert so. Das hast du nicht... Okay. Vielleicht... Meine Freunde? Hallo? Okay, Entschuldigung. Mit Klebeband irgendwie das... Heile, heile Segen. Okay. Ich habe nur eine silberne... repariertes Grundsophon. Damit sind noch immer diese Wikinger gekommen. Und wir haben auch dieses komische Lama. Wenn sich doch alle Probleme mit einer Horde Wikinger lösen würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort, voller Wikinger. Also, was ist hier passiert? Und wo sind meine Freunde? Ich sollte jemanden finden, den ich fragen kann. Hallo Bernd! Wir, die Entwickler, haben gerade ein neues Feature für dich entwickelt. Klicke auf den Globus rechts in der Inventarleiste und du kannst reisen, wohin du willst. Also... Wenn du die goldene Traveler-Karte hättest. Tschüss, ich leg mich wieder hin. Okay, wo ist mein Globus? Aber, okay, haben wir noch nicht. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Wir haben hier eine Cola-Box. Eine leere Cola-Flasche. Okay. Gibt's hier noch vielleicht irgendwas? Da. Eins weniger wird schon nicht auffallen. Offensichtliche Symbole, dass es Lama Fritz tatsächlich geschafft hat, sein Lama-Regime zu errichten. Oh, ob ich das mag? Nein. Ich mag niemanden, der mir sagt, was oder wen ich anbeten soll. Offensichtliche Symbole, dass es Lama Fritz tatsächlich sein Lama-Regime. Offensichtlich ist es auch ihnen nicht gelungen, der Hundekackerplage Herr zu werden. Oh, stimmt, jetzt sehe ich das. Ah, ist es eklig. Ein Wegweiser für Gassigier. Rechts geht's zum Herrchenklo und links auf der Wiese das Hundchen. Igitt. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Da gibt's auch noch mal eine Cola-Box. Mit der wir irgendwas machen können, aber... Oh, die Lamas haben aber eine Menge koffeinhaltige Brause auf ihre Weltherrschaft getrunken. Okay, da gibt's nichts mehr zum Tun. Da können wir rüber. Hier mit dem Schild können wir auch nichts tun. Unser Brotmobil... Mit der Lampe können wir nichts machen. Hier ist noch ein Flaschendeckel. Wer die wieder hat rumliegen lassen. Okay, da haben wir offenbar nichts mehr zu tun. Dann schauen wir mal rüber. Jetzt muss ich mir mal das Kampflama irgendwie mal anschauen. Guten Tag. Darf ich Sie fragen, was Sie eigentlich in Ihrem Rucksack haben?
Danke? Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob ich das Kampflama wirklich ansprechen soll. Die spucken ja immer so. Da ist doch was in der Toilette. Schauen wir mal, ob wir noch unseren Universalschlüssel haben. Nee, wo ist unser... Die mobile städtische Sanitäranlage bewegt sich. Wir hatten doch unseren Universal... Ach, der ist ja abgebrochen, oder? Okay. Ob ich mir diesen Müll einmal genauer ansehen will? Telefonzelle. Haben wir hier irgendwas mit dem Kampflama? Was haben Sie da eigentlich auf dem Kopf? Okay, wir müssen mal in die Toilette schauen. Klopf, klopf. Geh weg. Was machen Sie da drin? Das ist mein Versteck. Können Sie mir sagen, was hier passiert ist? Frag doch jemand anderes. Ich wusste es. Der will schon wieder. Wer hätte das gedacht? Dumm nur. Ich bin bettelarm. Wer könnte Geld haben? Wohl unternehmen. Selbst der Pantomime hat sich mittlerweile verkrümelt. In dieser Zeit, als wir das Unsere weit und breit. Wo wir uns behindern, wohl unternehmen. Was können wir denn machen? In dieser Zeit, als wir das Unsere weit und breit. Wo wir uns behindern, wohl da war mir irgendwie, komm, jack, 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 irgendwie dreimal lieber als der singende Polizist hier. Können wir ihm irgendwie vielleicht eine Kill-Lerik... Das funktioniert so nicht. Okay. Einen Absperr... Das hast du nicht gerade... Okay, auch nicht, irgendwie... Hallo? Ein paar Kronen... Das funktioniert so nicht. Puh, was können wir denn dann machen? Klopf, klopf. Herr Budimcic, hätten Sie etwas Kleingeld für mich? Nein, ich leide schon genug an Durst und Unterzuckerung. Wenn ich Ihnen etwas zu trinken spendiere, haben Sie dann etwas Kleingeld für mich? Naja, also, gut. Okay. Springbrunnen. Wir haben hier einen Sirup. Und wir haben eine Cola-Flasche. Kann ich die Cola-Flasche... Wollte Herr Wachtmeister Budimcic nicht Cola? Wollte Herr... Ja, können wir dann irgendwie... Das hast du nicht gerade wirklich versucht, oder? Doch, aber können wir vielleicht den... Dann stellen wir mal Cola her. Haben wir jetzt wirklich einen Cola-Brunnen? Dass die ganzen Lamas jetzt nicht kommen? Oh, Cola! Danke, Herr Brot! Hier ist mein restliches Kleingeld. Jetzt kann ich endlich meinen Durst löschen. Moment, davon bekommt man ja noch mehr Durst. Naja, egal. Okay, Pantomime, sag mir mal, was los ist. Oh, ich muss wohl wieder übersetzen. Nicht so schnell. Okay, Blume, Seil, imaginäre Glasscheibe. Was? Das Schaf und der Busch sollen im Lama-Vulkan geopfert werden. Und danach gibt es Kaffee und Kuchen? Das geht zu weit. Ja, sie sind manchmal etwas dümmlich. Ja, sie haben mich in ein nicht atmungsaktives Kostüm gesteckt und über den Erdball gejagt. Ja, sie sind die allergrößten Nervensägen. Aber es sind meine Nervensägen. Und in einen Vulkan werfen? Das geht zu weit. Außerdem, wenn einer das Recht dazu hätte, dann wäre ich das. Schaf, Busch.
Ich hol euch da raus. Okay. Ich muss nach Pulowien. Genau, wir müssen irgendwie nach Pulowien kommen. Aber, wie kommen wir dorthin? Ich glaube, den kläglichen Rest braucht der Pantomime nicht mehr. Okay, dann haben wir hier jetzt noch einen Topf mit wenig Bronzefarbe. Können wir irgendwie... Wir brauchen eine goldene Traveler-Karte. Können wir vielleicht die Traveler-Karte... Eine goldene Traveler-Karte. Ja, ja, so mache ich das auch mal bei der Bahncard. Also, ist aber... Okay, wir haben eine goldene Traveler-Karte. Und können damit jetzt schön nach Pulowien reisen. Das ist doch mal eine angenehme Art zu reisen. Nur heute, vor der Opferung. Das ist ja Incredible Lamas. Oh! Okay, wir müssen irgendwie wieder reinkommen. Ein sehr freundlicher Vertreter seiner Zunft. Guten Tag, ich würde gerne... Heute geschlossene Gesellschaft. Wir warten nur noch auf die Band. Und du siehst nicht aus wie die Band. Ah. Okay, wir müssen uns wieder verkleiden. Die Incredible Lamas. Okay, wenn ich das Schaf und den Busch retten will, sollte ich mir schleunigst eine Band zulegen. Okay, ich denke, jetzt wissen wir auch, wofür wir den Absperrkegel nachher benutzen müssen. Der Gitarrist der Band. Die Bassistin der Band. Okay. Da haben wir doch wieder unseren lieben Bettler. Hallo, bettelnder Pulowianer. Könnte ich Ihre Sonnenbrille haben? Alter, vergiss es, die brauch ich. Sonst läuft doch das Geschäft nicht gut. Oder willst du sie mir abkaufen? Ja. Ich such mal Kleingeld. Mist, unser Kleingeld haben wir gerade eben gegeben. Können wir ihm vielleicht hier so ein paar Kronen... Hallo? Spieler? Jemand zu Hause? Das kann nicht funktionieren. In die Battledose? Ja, was soll denn das? Die Kronkorken kannst du mal schön an deinen, Hut oder was das ist, stecken. Berliner Bundeswehr Bayern? Hä? Und antreten zur Wahrheitsfindung. Report. Woher wissen Sie, dass es sich um Kronkorken handelte? Sind Sie etwa gar nicht blind? Stillgestanden! Warum spreche ich so? Hey, Alter, mal schön jetzt hier, easy chill, wa? Hast ja recht. Ich geb dir das. Hier hast du die Brille. Halt gut. Ey, aber verrat's keinem. Danke. Okay, wie kommen wir, schauen wir mal nochmal das Ganze an. Also, wer... Die Bassistin der Band. Der Gitarrist der Band. Das Maskottchen der Band. Lamas? Die Sängerin der Band. Und der Keyboarder der Band. Okay, der hat so eine hier The Clockman Uhr irgendwie dran. Aber ihre Brille ist rot und die hier ist schwarz. Okay, was können wir hier machen? Ein sehr freundlicher Vertreter seiner Zunft. Okay, scheint irgendwie hier nichts mehr zu gehen. Sieht so aus, können wir mit ihm noch irgendwie hier reden? Hier, ey, mit diesem Helge Schneider? Verrat's kämen. Ja, machen wir schon nicht. Kann ich mit der Battledose irgendwas anstellen? Eine Battledose? Auch nicht.
Okay, dann würde ich sagen, schauen wir morgen weiter, ob wir hier noch irgendwie weiterkommen. Wir werden wahrscheinlich noch irgendwo anders hinreisen müssen. Ich denke, wir werden als nächstes nach Langolien zu den Yaks wieder fahren. Und ja, aber das Ganze schauen wir uns dann morgen an in einer neuen Folge hier bei Bernd das Brot und die Unmöglichen. Ich habe echt gedacht, das Spiel ist vorbei. Aber ja, jetzt haben wir die The Incredible Llamas irgendwie zum Nachstellen. Ach, ich bin echt verflucht mit dem Spiel. Okay, bis morgen dann. Ciao, ciao.